Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten. Ich bin euer Crunchcow und wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich gerade aktuell in FIFA 17 im Karrieremodus wieder von St. Pauli. Ich habe mir gerade mal ein paar Sachen angeschaut gehabt und hat mal geguckt gehabt, ob wir vielleicht noch einen Stürmer brauchen. Bin jetzt derzeit aber zu dem Entschluss gekommen, meine Einnahmen, die ich gemacht habe, meine Transfereinnahmen, also die 4,25 Millionen, die wir haben, vielleicht nochmal im Winter rauszuknallen. Und erstmal zu gucken, mache ich vielleicht mal was. Nein. Mache ich vielleicht erstmal mit der Mannschaft weiter, die ich habe. Ich habe einen Stürmer zusätzlich verpflichtet. Wo habe ich vielleicht noch Defizite? Ich bin im Mittelfeld ganz gut aufgestellt. In der Innenverteidigung bin ich ein bisschen lasch aufgestellt. Habe aber da auch nichts wirklich Gutes gefunden. Da läuft der Scouting derzeit auch einfach noch, wo wir hier einfach, keine so guten Sachen jetzt finden konnten. Wir können ja einfach mal gucken, ob wir vielleicht die, das Scouting noch mal verändern. Bim, 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 bim. Komme ich hier irgendwie... Ach so, das ist eine Anzeige, die man ändern kann. Ah, alles klar, das ist ja auch übersichtlicher. Spieler suchen, Scout-Aufträge, dass wir die Scout-Aufträge, hier die Innenverteidiger-Aufträge vielleicht noch mal bearbeiten. Und sagen, okay, pass auf, also defensiv orientiert, ja gut. Stammspielerqualitäten, vielversprechend, kräftig vielleicht mal rausnehmen. Und ja gut, wenn wir sagen, wir wollen jemanden haben, der defensiv orientiert ist. Also Innenverteidiger sind ja meistens defensiv orientiert. 16 bis 25 ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, wir gucken einfach mal, ob es da vielleicht ein bisschen besser mitläuft. Und Stammspielerqualität haben wir ja hier ausgewählt. Bei den Stürmern hatten wir auch aus Stammspielerqualität ausgewählt. Aber ich denke, da haben wir erstmal, was das anbelangt, genug. Und dann würde ich diesen Scout-Auftrag auch erstmal löschen. Und würde sagen, wir konzentrieren uns mal rein auf den Innenverteidiger-Auftrag. So, ist nichtsdestotrotz, morgen ist Deadline. Das heißt, jetzt ist Deadline. Wir haben sonst jetzt erstmal nichts weiter im Petto. Oh. Da kommt was. Ich muss mir mein Ohr kratzen. Boah, ihr wisst ja gar nicht, wie schlimm das ist. Für Rosin. Rosin wollten wir ja verleihen. Der geht nach England. Von daher auch nicht im näheren Dunstkreis von uns selbst. Deswegen kann er weg. Und dann ist er erstmal weg. Sag ich jetzt mal. Özil ist weg von Arsenal nach Bayern. Alaba ist nach Juve. Aubameyang ist nach Chelsea. Hier dreht sich das Transferkarussell. Ich frage mich zwar, warum die Spieler ihre zentralen Spieler weggeben, aber ich bin ja nicht der Trainer oder der Manager, von daher mir Wurst. Kam auch die Überlegung auf, ob man nicht irgendwann später mal in die ganz niedrige englische Liga wechselt, um da auch nochmal was aufzubauen, weil derzeit ist es nicht möglich, ich wieder betone es nochmal, nicht möglich, dass wir die dritte Liga reinkriegen, weil dafür die Dateien mit dieser Engine verändert wurden und somit auch diese frühere Modifikation nicht funktioniert und auch das nicht mehr so einfach nachzustellen ist. Die Leute versuchen zwar ihr Bestes, um das hinzukriegen, aber ja, ne, es kann eben sein, dass das ein bisschen dauert. Philippe Coutinho geholt. Alter Falter, Bayern hat auch mal zugeschlagen. Meine Fresse. So, wir können da eigentlich auch nichts mehr dran regeln. Die letzten 2 Stunden sind normalerweise überhaupt nicht möglich. Wir haben ein bisschen was für den Winter aufgespart. Das ist gut, um vielleicht noch hier und da ein bisschen was zu scouten. Wir warten da einfach mal ab. Eure Vorschläge sind ja nicht vergessen. Aber ich habe jetzt soweit alles erstmal, was ich haben wollte, organisiert. Oh. Das ist die Übersicht über unsere Jugendmannschaft. Da warte ich nochmal auf den Scout-Auftrag. Schweiz abgegrast, dann grast nochmal Deutschland auf ab. Guck da nochmal ein bisschen und dann sind wir ja auch schon fast. So, Spielerentwicklung geht wieder. Da sollten wir auch ein bisschen was in unsere Mittelfeldspieler investieren hier. Wir haben auch einen Auftrag vom Vorstand, dass wir ja die also unsere Nachwuchsspieler teuer verkaufen sollen und damit möglichst Gewinn machen sollen. Ja. Das ist ein Auftrag. Mein Gott, die Maus. Ist ein Auftrag, den sollten wir in Angriff nehmen. Und nicht vergessen.
So, wie nehme ich denn Duziak erstmal oder Shahin? Ja, mach mal den auch mal wieder, dass der auch mal wieder was dazu kriegt. Könnte das Training auch immer selber spielen, aber um ehrlich zu sein, nee. Nee, einfach nee. Muss nicht. So. Kein Glück in den USA. Monatliches Scouting-Update. Yay. 16, 15. Was ist der? Position, alles klar. Haben wir auch einen Torwart irgendwo? Der macht nur... Also von dem weiß man, dass der rechtes Mittelfeld spielen könnte. Er hat ein gutes Potenzial, ist aber schon 17. Und liegt irgendwo zwischen 47 und 63. Aktuell mit seinem Level. Was ist denn der eigentlich? Was ist denn der überhaupt? Der könnte alles sein. Innenverteidiger, Mittelfeldspieler, das weiß man alles nicht so genau. Wir nehmen dich mal mit dazu. Und die anderen lassen wir erstmal. So. Das hat sich erstmal erledigt. Wir spielen gegen Heidenheim. Spanien ein bisschen abgrasen. Gucken wir mal, ob hier irgendwo... Nee, Scouting läuft. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Was uns dann ansagt. Wir können jetzt hier erstmal die Aufstellung so lassen. Duziak auf der linken Seite. Moment, ich guck mal ganz kurz in die Ersatzbank. Ja. Miyachi könnten wir vielleicht mal wieder reinbringen für ein... Ja, okay. Neudecker... nee. Gerade aktuell nicht. Gonta, Ziereis. Den könnten wir mal wieder für Saar reinholen. Saar haben wir ausgeliehen. Als Innenverteidiger. Der kommt auch hier und da sicherlich noch zur Aktion. Aber ich muss jetzt das Spiel anfangen, sonst erlebe ich hier einen Armageddon, weil ich habe jetzt schon 7 Minuten, knappe 8 Minuten damit verbraten, hier zu labern. Nehmen wir mal weiß und blau. Bzz, bzz. Handy mal wieder nicht lautlos gemacht. Ich tropf. Ist aber nicht so schlimm. Ihr werdet es überleben. Ich werde es überleben. Wir alle werden es überleben. Elfmeterschießen Bronze. Bums. Bums. So, wann geht's weiter? Hallo. Ja, sicher. So. Hi there, everybody. We've got nein. Nicht den Kommentator. Ich hab's vergessen. So, meine Freunde. Was ist denn das überhaupt für ein Wetter? Kann man das sehen? Nee. Das ist so betrübt irgendwie so. Ja, sieht auch nicht oben vom Wetter her so sonderlich gut aus. So, St. Pauli, Spieler im Fokus, Bart Finne, der ja für uns gekauft wurde, um Tore zu schießen. Schauen wir mal, ob er es hinkriegt. Los geht's, Finne gleich am Ball. Spielt rüber mit jeden Start. Finne. Spielen wir mal runter ein bisschen. So, hier läuft Bubala. Duziak. Und, oh! Das hätte was werden können. Na, oh, ich weiß gar nicht, wo der hingegangen wäre. Es hätte auch ebenso gut sein können, dass der, Und, oh, nee, nicht gekriegt. Aber da hätte ich auch nicht länger warten können. Hätte auch ebenso gut sein können, dass das zum Eckball gegangen wäre. Ich habe es aber nicht gesehen.
Die Chance wird hier nochmal herausgestellt, aber Sobota trifft den Ball einfach nicht gut genug. Als dass man da sagen könnte, mein Gott, das hat jetzt was gebracht. So, Stefaniak am Ball mit Nerich und Sobota. Immer noch Sobota. Den Ball mal unter Kontrolle halten. Das wäre super. Stefaniak abgeschlossen. Und da war es das dann auch schon wieder mit Ballbesitz. Bisher keine schlechte Anfangsphase von uns. Weggehackt. Ja, gut, habe ich gesehen. Da habe ich mich schon gewundert, warum der nicht gleich gepfiffen hat. Aber da wollte er erstmal wahrscheinlich abwarten, was da passiert. Duziak da mit einem harten Einsteigen. Zumindest hat der Schiedsrichter das so empfunden. Ja, mit der Brust abgeblockt hier. Und deswegen gibt es Eckball. Ich steuere mal eben den Pfostenspieler. Juppa! Himmelmann hat. Himmelmann regelt. Gucken wir mal eben, wie sich das verteilt. Spielen wir es nach oben. So, ganz gut weitergespielt. Sobota. Das war dann nicht so exzellent weitergespielt, aber immerhin. So, jetzt mal über außen. Finne. Finne. Ah, als ich gerade abspielen wollte. Gut, immer noch den Einwurf mehr oder minder wegen den Druck herausgeholt. Aber nee. Und jetzt kann man so ein bisschen aktiver eingreifen, dass die Spieler den Ball auch mal ins Aus lassen. Du stehst im Abseits, Finne. Nee! Stefaniak auch nicht. So, jetzt müssen wir mal einen neuen Ansatz finden. Am besten über die Außen. Das war dann kein Foul und es gibt Einwurf. Alles klar. Für Heidenheim. Und das war auch nicht ins Ausgespielt. Alles klar. Ja, jetzt haben sie nochmal rausgeklärt. Wieder Druck gemacht. Wir machen den Druck. Das ist ja auch gar kein Thema, aber so richtig zum Zug kommen wir dadurch noch nicht. Jetzt mal ein Schuss von Duziak, aber bololo. Bololololololo. Das hat auch nicht funktioniert. Ah, bin ich schon gut gelaufen, aber nicht gut genug. So, hier abgelaufen. Subiech wieder mit reingekommen nach Verletzungspause. Hat ganz schön lange gedauert mit ihm. Finne. Spielen wir wieder zurück. Sicherheit. Nerich. Raus. Finne. Oh, da der Fehlpass. Der war zu lasch. Na, jetzt laufen wir so ein bisschen in Gefahr, hier einen Konter zu kriegen. Ja, jetzt sind sie uns hinterm Rücken lang gelaufen. So wie ich. Mit dem Gesicht. Mehr oder minder lang gestriffen. Ins Aus. Und das war richtig knapp. Oh. Gute Variante. Gut gemacht. Ja, Ziereis hier versucht zu klären. Nerich geht jetzt dazwischen. Nur noch Einwurf. Für die Blauen. Oha. Nerich wieder dran. Jetzt wieder Eckball. Kurze Sturm- und Drangphase von Heidenheim. Himmelmann. Und jetzt der Konter. Nee, so nicht. Huballa. Huballa. Auch nicht. Stefaniak. Ah, zu ungenau.
mal ein bisschen angegangen jetzt hier. Mal ein bisschen Druck aufgebaut. Gelegt, mehr oder minder. So, und jetzt läuft der Ball. Buhadus ist ein bisschen lahm. Stefaniak, oh! Nochmal annehmen lassen. Da dachte ich, es wäre die bessere Variante, den nochmal annehmen zu lassen. So, mal gucken, er läuft ein bisschen weiter weg. Das ist unsere Chance, hier rein zu flanken. Jetzt ist Foul. Ah, vor der Freistoßgrenze. Also vor der Elfmetergrenze. Nierig. Muss reichen, muss reichen. Nein. Ja. Reicht. Um das Ding volle Pulle daneben zu setzen. Reicht also nicht. Ergo. So, zweite Hälfte. Meiner Meinung nach sind wir derzeit besser. Aber besser bedeutet eigentlich auch, dass wir hätten ein Tor schießen müssen. Haben wir ein Tor geschossen? Nein, haben wir nicht. Deswegen ab Offensive. Ich brauche Offensive. Oh. Ich hoffe, wir vernachlässigen jetzt nicht zu sehr unsere Defensive. Unsere Defensivarbeit. Das wäre äußerst tragisch. Ach, weswegen rufst du mich zurück? Wegen ein bisschen Gezippel? Meine Güte. Oh. Schnell ausgeführt. Auch nicht im Abseits, wie es schien. Schön gemacht. Ja, mal ein bisschen zurückgespielt. So, und jetzt reingespielt. Das ist schön. Jeden Start. Oh! Da habe ich gesehen, dass der mich umsensen will. Und habe das auch schon richtig gesehen gehabt. So, rüber wieder zu Duziak. Duziak ein bisschen schnellerer Spieler. Ah, nee, nee, nee. Da hätte ich den besser kontrollieren müssen vorher. Das war zu weich. Oh, der war gut. Aber nein. Oh, der wäre in die Mitte gekommen und da waren sie schon angelaufen. So, so wäre ich mit dabei. Mal gucken. Opa. Rausgeköpft vom Torwart. Wir werden auch gleich wechseln. Zumindest mal gucken. Ah. Oh. So darf man dann auch nicht rangehen. Sobota. Gut gemacht. Schön gemacht. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen, was wir hier machen können. Wir können Duziak erstmal gegen Shahin ersetzen. Zia als Sobiech sehen noch gut aus. Ein LM-Werger, LV wäre vielleicht noch ganz nett. Stefaniak auch schon ein bisschen aus der Puste. Subota aber auch aus der Puste. Gute Abwehraktion. Darf erstmal raus. Darf erstmal gehen. Oh, 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 oh. Skarke hat da eine Möglichkeit gehabt. Na, er läuft an. Läuft aber hoffentlich nicht nach außen. Doch, hat so ein bisschen den Braten gerochen, aber nicht so. Oh! Ganz schön aggressiv angelaufen hier. So, Shahin. Ne, das kam dann doch ein bisschen zu spät. Ah. Jetzt sind wir so ein bisschen wieder raus aus dem Tritt. Und schon haben wir den Salat.
Himmelmann hat Eier. Und das nicht wenig. Ah, gerade wo man dann mal den Ball lang spielen wollte, dann kommt Heidenheim und vermiest uns hier mal die Suppe. Und hier stehen meine Spieler sich alle gegenseitig im Weg. Was ist mit Sahin? Kann er nochmal einen Akzent setzen? Das wäre ja wünschenswert. Nee, Miyachi setzt den Akzent. Und läuft. Und läuft. Und läuft. Und läuft immer noch. Da wäre eventuell die Mitte frei gewesen, um nochmal Akzent zu setzen, aber... Sahin. Huballa. Sahin! Oh nein! Die hundertprozentige Torchance. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß, sage ich euch. Eieiei. Ja, das hätte es also sein können. Sein müssen fast schon. Ah! Meine Ideen sind ja ganz nett. Aber nur mit Nettigkeit kriegt man hier... Boah! Hier auch nicht den Ball. Da hatte ich den falschen Spieler und ja, aus. Okay. Ach, ärgerlich. Da hätte man zum Schluss mit Sahin den Ball machen müssen. Der kam flach in die Ecke, aber knapp vorbei. Ärgerlich, aber gut. Ein Punkt immerhin mitgenommen. Ja, damit verabschieden wir uns von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Contra sagt danke fürs Reinschalten. Bis dahin. Tschüss.